Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. So, wie ihr seht, bin ich nicht ganz am Ausgangs- oder am Endzeit- oder am Endplatz des letzten Parts. Das liegt daran, dass ich ein bisschen was nachgeschaut habe, nämlich welche Ringe ich schon habe und welche noch nicht. Und als erstes ziehen wir mal den Martha-Ring an, dass wir Martha häufiger treffen. Und dann gehen wir mal ein bisschen auf die Jagd. Denn unser nächstes großes Ziel ist es, Martha so häufig zu treffen, dass sie endlich mal das Herzteil droppt. Das wäre echt praktisch. So, deswegen töten wir dich und gehen woanders hin. Eins. So, wo sind weitere? Ah, verdammt. Zwei, drei, vier. Hier ist niemand. Sind das schon alle? Ich meine, wir brauchen 15. Wir brauchen sowas von 15, um Martha das nächste Mal zu treffen. Gut. Das war schon mal okay. Ach, verdammt, ey, geht weg. Lol. Gut. Mein Ziel ist es natürlich... Ah, nein. Ungünstig. Lebt ihr wieder? Bin mir nicht sicher. Natürlich leben sie nicht nochmal. Ach, verdammt. 15 mit dem Ziel, Martha möglichst bald zu treffen. So. Ich habe natürlich schon wieder vergessen zu zählen. Na, das hilft mir nicht. Sind nicht nochmal irgendwo normale Gegner? Lol, what the fuck? Das ist mir zu blöd. Oh, das geht. Nice. Schön. So. Ich bringe einfach um, was hier im Weg rumrennt. Nein. Das ist natürlich eine blöde Spawn-Position. Ja, du mich auch. Ah, oh, dich gibt's auch noch. Bye, bye. So, komm her. Ah, okay, das waren 15. Wie üblich. Schön schnell laufen. Ich muss sie treffen, egal was passiert. Herzteil? Nix, ne? Ach, scheiße, ey. Verdammt. Das merkt sie sich ja toll. Das hast du super gemacht, Martha. Du hast überhaupt nichts gedroppt, was ich haben will. Was soll der Scheiß? Ah, du gehst mir auf den Sack, verdammt. Spawn doch einfach mal da, wo du sollst. Hallo, hier bei mir, bitte. Du kannst mich mal am Arsch lecken. So, okay. Das ist natürlich ungünstig. Zumal die Viecher natürlich jetzt alle tot sind. Sehr super. Nochmal den da. Ihr lebt doch wieder, oder? Ja. Oh, ernsthaft? Ich hab nicht. What? Warum? Das waren drei. Da unten ist, glaube ich, nichts, ne? Immer noch nicht. Verdammt. Drei. Zack, so, tschüss. Wenigstens funktioniert das ganz super. Wenn ich jetzt nochmal auf Martha getroffen bin, werde ich wahrscheinlich mal die Gashanus wieder ausgraben. Die müsste auch bald wieder bereit sein. Ja, ja, komm her. Gut, das waren nochmal drei, dann sind wir bei sieben. Wenn ihr mir nicht ganz verzählt habt, sind wir jetzt bei sieben. Ist hier noch irgendwo einer? Hallo? Gibt's doch nicht. Hier sind gar nicht so viele Gegner. Verdammt. Ach, hier bin ich ja noch falsch. Ja, super. Wow. Sieben, okay. Den könnte ich bestimmt erwischen, aber der ist zu weit weg. Gehen wir nach da oben. Oh! Oh! Erwische ich dich? Ja, ich erwische sie. Ein Ring war drin. Das ist ja praktisch. Wenn ich jetzt noch wüsste, was das für eine Stelle ist. Moment.
Ich guck mal nach, welchen Level die Stelle hat. Moment. Ich habe nicht die ganzen Gasha-Beete. Habe ich nämlich hier alle offen. Weil ich will das jetzt ein bisschen kontrollierter machen. Stufe 2 bis 4. Oh, das ist nice. Da pflanzen wir was rein. Haben wir noch Ringe? Ach, 9 Stück. Pff, lächerlich. Okay, danke. Perfekt. Das wird hoffentlich ein Ring, den ich haben will. Ideal. Kann man eigentlich einen Respawn erzwingen, indem man einfach das Wetter ändert? Bin mir nicht ganz sicher. Glaubt nicht, oder? Nee, ich spawn da nicht nochmal. Schade. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte gern wieder auf den Greifenmantel. Ja, sie leben wieder. Sehr schön. Martha, das müsste doch jetzt schon wieder reichen, oder? Nein? Ziege. Jetzt reicht's, oder Martha? Bitte sag ja, ich hab keinen Bock. Nein, verdammt! Ach, Mist, ey. Wenn man nicht so häufig Items wechseln müsste, wäre das alles kein Problem. Da habe ich keinen Bock drauf. Kann ich den hier? Ja, das weiß ich jetzt super. So. Jetzt, Samata, oder? Geh mir nicht auf den Senkel. Das ist nicht, was ich will. What? Okay, hier. Echt nicht? Ach. Mann. Ich will nicht so häufig gegen irgendwelche Viecher kämpfen, verdammt. So, mit den vier reicht das definitiv. Wow. Das war gefährlich. Samata. Was, du? Blöde Ziege. So, hat sie irgendwas Wichtiges gedroppt? Nein. Ein Trank höchstens. Und der ist natürlich... Habe ich den gekriegt? Nee, ne? Das merke ich. Habe ich den Trank getrickt? Ich hatte wahrscheinlich schon einen, ha? Ja, ja. Och, Leute, ey. Na, egal. Okay. Ich hätte gern den da. Brauche ich auch mal wieder. Ja, so läuft das jetzt weiter. Halt Ringe erhalten, Sachen pflanzen. That's all. Oh. Ah! Wie unfair Leben halt so sein kann, ne? Na, egal. Du hast doch wieder, ne? Ja. Ich hab schon eine Flasche! Mann! Toll! Blödes Kackbeet, ey! Aber wenigstens hat sie mein Leben gerade aufgefüllt. Geh sterben, verdammt! Hallo! Ey, Junge, ey! Steht da rum und führt sich auf, als wäre er hier zu Hause, ey. What the fuck? Keine Gegner? Okay. Da will ich nicht hin. Na, okay. Naja, das ist es jetzt halt, ne? Das ist es halt jetzt. Immer mal wieder die Kerne anschauen. In der Hoffnung, dass ich da früher oder später dann alles kriege, was ich haben will. Gucken wir mal, welche Ringe wir streichen können. Nächste Folge werde ich dann übrigens ein paar Ringe holen, die wir noch so holen können, die wir übersehen haben. Schätz mal bitte. Ich habe nur einen, ey, Mann. Ein Mono... Oh. Nice. Das ist ziemlich geil. Der ist für Endbosse geil. Beim Mono-Ring ist der Schaden immer ein Herz. Egal, was du... was er eigentlich sein sollte. Ist natürlich bei kleinen Gegnern doof, weil da kriegst du halt mehr Schaden, als du eigentlich kriegen würdest. Aber bei Endbossen oder so, die mal 4 Herzen reinziehen. Pff, interessiert den doch nicht halt so ungefähr, ne? Gut. Nice. Ist übrigens Ring Nummer 64. So. Dann gehen wir mal weiter. Ich werde noch ein Zusammentreffen mit Martha erzwingen, denke ich.
Und dann war es das aber wahrscheinlich auch, weil, sehr viel mehr Zeit ist da hier dann nicht. Ist alles ein bisschen kacke. Und wie gesagt, nächste Folge, ist mir egal. Nächste Folge dann. So, einen erwischt. So viel zu machen, ey. Zack. Komm her. Och, leck mich, ey. 1, 2, 3. Wie sieht's aus, Martha? Nein. Jetzt muss man wieder so viel machen, bis man die hier endlich erwischt. Ich wünschte, es gäbe eine Stelle, wo leichte Gegner spawnen. Wie war das? Euch kann ich nicht erwischen mit dem Bumerang, ne? Ach, Mist, ey. Nee. So, 1, 2. Aber euch kann ich alle erwischen. Jeden einzelnen. Hallo. Ach, shit. Was? Dein Wunsch ist mir kein Befehl, aber kacke bist du trotzdem, Junge. So, kommt sie? Ja. Okay. Irgendwas wichtig. Das will keiner, du blöde Zicke! Geld. Boah. Ja, ja. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Drop doch endlich mal das Zeug, was die Leute haben wollen. Ringe und ein verdammtes Herzteil. Oh. Martha kotzt mich an. Naja, falls euch dieser Part hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Ja, und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Legend of Zelda Oracle of Seasons. Bis dahin, Servus.